Guten Morgen, lieber Xarok. Hallo. Was tun Sie da? Den Auspuff vorbereiten, den kauft heute jemand. Einen schönen Auspuff. Ist der etwas schwer? Nein, der ist nicht schwer. Überhaupt nicht. Wo hattest du den gelagert? Oben auf dem Dachboden. Ach so. Ja, ja, natürlich, wo sonst? Macht ja keinen Sinn, hier unten zu lagern. Ja, nur 2 Stockwerke. Nee. Was wiegt der? Keine Ahnung, 30 Kilo oder so. Ich komme mir vor wie der komische Typ bei den, wie heißen die, diese Werkstattprofis? Autodoktoren. Autodoktoren. Der immer im Hintergrund so komische, blöde Fragen stellt. Ja, was wiegt der? Ja, warte, der Katalysator fehlt noch. Mhm. Ach, auch so schwer? Ja. Ah, okay. Tada. Das sind ja eh schon 2 Teile. Ja, sehr schön. So, dann kann er kommen. Deftig, deftig schmeckt das Wochenende. Mit Erdbeeren. Und Orangen. Und Xena hat gesagt, da ist auch Wassermelone drin. Und Joghurt soll auch drin sein. Oh. Ja, wir sind jetzt gerade beim Frühstücken. Und ja, es ist 11, also spätes Frühstücken. Aber läuft bei uns am Wochenende immer so. Und ja, kurz danach wird dann wahrscheinlich jemand vorbeikommen, der sich den Auspuff holen wird. Und ja, ansonsten lassen wir den Tag auf uns zukommen. Mich interessiert es, was ihr morgens frühstückt. Esst ihr auch eine Semmel zum Frühstück? Oder gibt es bei euch auch jeden Morgen Obstsalat? Wenn ja, schreibt es mir. Ich bin gespannt, was ihr so heute Morgen gegessen habt. Ich habe das Gefühl, es dreht sich bei uns nur ums Essen. Ja, ist auch so. Es ist jetzt schon nach 17 Uhr. Heute gibt es Schnitzel. Schnitzel. Doppelt paniert. Mit Chiliflocken. Das wird so ultra lecker, Leute. Und Salat dazu. Wie war es eigentlich, jemanden zu treffen, der das gleiche seltene Auto fährt wie du? Das war schon witzig. Ja? Das war echt cool, ja. Der war ja auch super nett gewesen. Und schon faszinierend. Und ich glaube, der wird sein Auto genauso lang versuchen, am Leben zu erhalten, wie wir unser Auto am Leben versuchen, unser Auto am Leben zu erhalten. Ja, war schon lustig, ja. Hätte ich ewig mit ihm reden können. Und vor allem hatte er ja das 2001er Modell, das war ein bisschen anders als unseres. Und da war ich schon sehr neugierig, wie genau der Motor aufgebaut ist und wie das neuere Modell läuft. War schon cool, ja. Nicht schlecht. Selbe Genosse wie ich, nur etwas älter. Ja, doch. Könnte man öfters erleben. Aber dann wäre es nicht mehr selten. Dann wäre es nicht mehr selten. Nee, das stimmt. Das ist ja das Schöne daran. Ja. Vor allem ist er halt auch wirklich genauso überzeugt davon wie ich. Cadillac. Beste Auto der Welt. Ja. Boah, Leute, guckt mal. Das ist unser Schnitzel, made by Xialin Xarok. Das ist besser als im Restaurant. Ich sollte Geld dafür verlangen, wenn ich das jetzt esse. Ja, zahl dir mal. Wie viel verlangst du von dir? 15 Euro. Gut. So, wir essen jetzt. Gell? Ja. Jo, meine lieben Freunde. Ja, heute der Tag geht vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, war ein irgendwie ergiebiger Samstag, aber auch irgendwie schnell vorbei. Jetzt werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen was am PC machen. Und morgen muss ich arbeiten. Bäh. Wie blöd. Aber ich genieße das Leben und das solltet ihr auch tun. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es gefallen ist, Like da lassen. Vielleicht können wir ja morgen mal wieder so ein lustiges Video anschauen. Wäre eigentlich mal wieder Zeit. Ich habe Lust dazu. Ja, also, tschüssi.